Das war fast eingeschnallt. Das war sehr elegant. Hallihallo. Conny und Ado hier. Willkommen im Teil 3 von unserer Serie Jahresrückblick 2017. Ja, das letzte Mal haben wir euch auf einen Spaziergang mitgenommen. Dieses Mal auf einen Skitag, weil es gibt noch ein paar Themen, die wir gerne erzählen würden und ein paar Menschen, die wir besonders hervorheben möchten. Skifahren! Wow, 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 wow! Yeah! So, here we go! Meine Lieben, los geht's, wir haben zu tun. Offi, Ovi, Offi, Ovi, Offi, Ovi! Jetzt mal Ovi! Wir kommen zum ersten Punkt unserer heutigen Gedankenreise. Das ist die Talstation. Das ist die Talstation. Ja, und die Talstation ist ein gutes Synonym für die Projekte, die ohne die vielen ehrenamtlichen Helferlein vor allem in dieser Kurzfristigkeit gar nicht zustande kommen könnten. Und allen voran sind das meine Eltern, die sich jetzt versucht haben, sie haben sich zwei Jahre tatsächlich erfolgreich zurückgezogen. Und jetzt und mit der in diesem Jahr sind sie erfolgreich damit darin gescheitert, sich genau zurückzuziehen. Gott sei Dank für uns. Mit der Tanzwille und dem Dancestore sind sie wieder zurückgekommen. Und meine Mama und ich haben das Interieur der Tanzwille und des Dancestores wieder liebevoll ausgesucht. Und sensationell ausgesucht, bitte. Und sie dekorieren auch die Auslagen, sogar mitten in der Nacht, weil das haben wir ein bisschen unterschätzt gehabt, dass wir ja auch alle 3 bis 4 Wochen neue Auslagen brauchen. Und Gott sei Dank ist meine Mama da sehr talentiert. Aber wenn es irgendwo hart auf hart ist, irgendetwas zum Wegführen ist, zum Hinführen ist, irgendwo ein Heizkörper rinnt, ein Kabel klemmt oder irgendetwas... Hausmeisterarbeiten halt. Ne? Sie sind wirklich da, egal ob Tag oder Nacht. Und dafür möchten wir mal ein ganz herzliches Danke sagen. Bussi von der Stahlstation. Danke. Ja, leider sind wir jetzt gezwungen, eine kurze Pause zu machen, da wir in Sportgastein sind, oberhalb von Bad Gastein. Und dort hat es immer ein wenig mit Wind, deswegen geht die Gondel jetzt nicht. Aber wir nützen jetzt die Zeit und erzählen schon einmal die nächste Geschichte. Da ist die Conny, sie wartet schon und friert. Deswegen gehen wir gleich zu ihr. Es sind gerade Stürme aufgekommen, deswegen sitzen wir hier in der Mittelstation fest. Das ist Sturm vor der Ruhe. Genau. Das ist auch ein guter Vergleich, denn bei uns ziehen auch oft Stürme auf, die recht kurzfristig kommen, wie Renovierungsarbeiten, die dann größer ausfallen, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Oder immer Dekorationen, die zu machen sind und in einem Meisterwerk enden. Und da gibt es ganz viele Leute rund um die Karin Reininger, aber auch die bei so zum Beispiel Renovierungsarbeiten dann spontan helfen, wenn wir uns gar nicht mehr raussehen und irrsinnig lieb Nächte und Tage und Nächte lang mit uns dort dann die Stürme bewältigen sozusagen. Ja, diese Menschen machen das aus Leidenschaft und wir können ihnen gar nicht genug danken, denn wie wir zum Beispiel in der Villa waren und diese unendlich vielen Fenster restauriert haben, haben wir uns gar nicht mehr ausgesehen. Und auf einmal stand dann zum Beispiel die Manuela Lobnik oder die Elisabeth Seibert oder auch unser Schwager von der Julia vor der Tür. Der Freund von der Manuela. Der nicht einmal tanzt. Der Ronny. Ja, ja. Oh, Wahnsinn. Oder auch die Jugendlichen sind gekommen. Der Boris war dann da und viele andere, die auf einmal mit angepackt haben und die 3 Minuten, die sie eben zur Verfügung gehabt haben, uns und dem Projekt gewidmet haben. Und dafür möchten wir ein großes Danke sagen. Das erfüllt uns mit sehr viel Dankbarkeit. Sehr viel Dankbarkeit, vor allem nämlich auch den Deko-Engeln, die rund um die Karin Reininger immer die Tanzschule wahnsinnig in Szene setzen. Vor allem für die vielen Feierlichkeiten. Ein Maskenball ist immer das Highlight des Jahres oder auch zur Weihnachtszeit. Immer bei solchen Sachen hören wir auf einmal, wir fragen uns, was das ist. Die Engel sind da. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so hoch singen kannst. Ich auch nicht. Eine englische Fügung. Ich war innerlich selber jetzt, war das ich? Voice of Germany, here I come. Ja, also ein großes
Danke. Machen wir so. So, jetzt haben wir es in die warme Hütte geschafft und wir wissen, dass das die richtige Hütte ist. Deswegen. Es gibt so wenig Hütten, wo es Illy-Kaffee gibt und dann Illy-Cappuccino. Wir haben genau die erwischt. Ein super Tag. Super. Wir dürfen zwar nicht Skifahren, aber super Cappuccino trinken. Ist auch ein. Ist auch was. Okay. Man muss halt den Moment frische nehmen. Frische Luft haben wir auch. Draußen. In der Hütte. Auf die Obi. Der Wind ist schwächer geworden. Die Gondel geht wieder. Jetzt heißt es Aufi. Sind wir ein Gentleman oder sind wir ein Gentleman? Nehmen wir beide Ski. Kalt ist, ne? Da draußen stürmt es, man hört es vielleicht. Wir sind da jetzt entkommen in dieser witzigen Aussichtskugel. Das ist das Erste, was ich gesagt habe, hoffentlich hält es, weil sonst kugeln wir da runter, aber es ist relativ stabil. Wir hoffen, dass die Kugel hält. Ich erzähle mal etwas, was ganz wenige Leute wissen, denn nämlich bei so einem Skiurlaub habe ich einmal die Conny um die Hand gebeten. Und ich wollte mal zuerst schauen, ob sie gut Ski fährt, weil ich wollte da ganz sicher gehen. Und nachdem das eben so war, vor 14 Jahren, habe ich sie um die Hand gebeten. Und sie hat was gesagt? Ja. Sie hat gesagt, naja, hat sie eigentlich gesagt. Aber gut, jetzt ist das schon okay. Das war vor 14 Jahren, also es hält. So, unsere Geschichte geht weiter, aber Moment, ich fühle mich so alleine ohne die Conny. Wo ist sie denn? Da kommt sie ja. Schau, Achtung, slow. Steht ja, slow. Hallo. Hello. Umarmen tut man immer gern und wir freuen uns sehr, dass es in der Tanzschule noch mehr Priorität bekommen hat, vor allem auch durch den Boris, muss man dazu sagen, der ja eine ganz spezielle Tango-Umarmung lebt und jeden und immer und überall und beim Fortgehen, beim Kommen und überall umarmt. Und natürlich auch Kizomba, ein sehr, sehr, sehr inniger Tanz, der durchaus in unseren Breitengraden manchmal ein wenig auf Skepsis stoßt, sagen wir es mal so. Aber dieses Jahr war schon ein tolles Highlight, weil Jacqueline und Wolfi haben es gemeinsam mit dem Crazy Dance Festival Team unter der Leitung von Armela geschafft, dass das Sommerfestival doppelt so groß wird. Das heißt, das zweite war doppelt so groß wie das erste. Auch doppelt so gut. Wir waren jetzt verzweifelt auf der Suche nach einem wildstillen Plätzchen. Und jetzt glauben wir, dass wir das gefunden haben hinter dieser Tafel. Wir freuen uns sehr, dass unser Verein Dance Make a Difference jetzt im letzten Jahr einen weiteren Push bekommen hat durch Women bzw. Manpower. Beziehungsweise Super Wutzi Power. Ja, gemeinsam mit der Karin Breininger, mit der Mela Salkic, mit der Katharina Buch, die eben dazugekommen ist, und dem Herwig Kahler dürfen wir jetzt diesen Verein noch mehr ins Zentrum unseres Bemühens, unserer Herzensprojekte. Genau, jetzt kann man mehr Unterschied ausmachen mit diesem Power-Team, sprich make more difference make than more before. Difference. Ja, wir freuen uns da sehr, weil vor allem die Karin hat mich bei dieser Idee gleich von Anfang an sehr tatkräftig unterstützt.
sie ist da einfach ein zentraler Motor, der eben sich ganz liebevoll um Menschen mit Behinderung bzw. um deren Bedürfnisse eigentlich kümmert. Das ist unser Motor und Motivator. Genau. Und wir freuen uns sehr, dass sie da mit uns mit dabei ist und möchten auch noch ein ganz, ganz herzliches Danke an Sie sagen, die da wirklich sehr viel Geduld, auch Energie, weil manchmal ist es doch auch ein bisschen anstrengend, diese Bedürfnisse eben zusammenzubringen, jeglicher Art, auf einen Konzert, wie zum Beispiel beim All-in-One-Bar. Jetzt fahren wir weiter. Obe. Yeah. So, wir sind gerade bei der letzten Abfahrt und damit auch Überleitung zum Abschluss von diesem Video. Ja, wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, mit uns einen kleinen Skiausflug zu machen. Wir haben euch im Rucksack immer mitgenommen, genau. Ihr seid mit links mitgeschwungen. Es läuft, es läuft. Und es ist natürlich schön, Bewegung an der frischen Luft. Wir haben es heute sehr genossen und freuen uns schon wieder mal auf einen Tanzschul-Skitag, wo wir das Ganze dann auch mit Tanzen kombinieren. Oh je. Weil Skischuhe sind keine Ausrede, um nicht zu tanzen. Wir haben einen ganz tollen Tag genossen, hoffentlich ihr auch. Wir freuen uns extrem auf das nächste Jahr, es wird super aufregend. Bis bald in unserem nächsten Video oder in der Tanzschule oder live bei irgendeinem Festival oder Tanz. Oder auf der Tanzfläche. Yay! Ciao! Ciao, ciao! Okay, das mag ich gar nicht so gern. Das mag ich nicht so Alles gut. Nein, gar nichts ist gut. Boah, es ist mir richtig schlecht. Bisschen Wind. Macht die Luft sauber. Schön, aber nicht in der Gondel. Boah, das war jetzt wirklich krass. Ich bin ja da. Ja, das freut mich. Aber auch in der Gondel. Gibt da nichts. Ja. Was tust du da? Dich aufnehmen, während super. Du Angsthase bist. Toll. So, Skifahren im Wind oder einkehren? Einkehren. Das war eindeutig.